Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gibb. Aber was ich manchmal echt nicht immer verstehe, das ist eigentlich, dass wir jetzt nur in der DFB-Pokal rausgeflogen sind, aber wir werden immer weniger Zuspruch mit dem Vorstand. Ein bisschen komisch, weil man sozusagen 3 Jahre lang ob, war mal, haben wir saugut gespielt, Leute. Richtig gut. Jetzt plötzlich. Jetzt plötzlich kriegen wir die Probleme. Mit dem Vorstand. Das muss man echt nicht verstehen, finde ich. Warum wir jetzt mit dem Vorstand so Probleme kriegen. Das muss jetzt echt keiner verstehen, finde warum jetzt so ein Problem dabei ist, wenn man jetzt ein bisschen mehr Leute mit den Leuten quatscht. Das ist ein bisschen komisch. Aber naja. FIFA 18 kommt ja bald wieder, Leute. Und da freue ich mich ja auf FIFA 18 wieder. Da können wir da wieder mit unserem Alexander wieder spielen, Leute, weil da und so. Und das finde ich eigentlich optimal, Leute. Guck mal, Leute, dieses Jahr sind wir so gut mit der Abwehr. 14 Gegentor, sonst sind wir, haben wir richtig Probleme gehabt mit unseren Abwehrspielen. Aber langsam kriegen wir es, glaube ich, jetzt gebacken. Aber das mit dem Nachwuchs, das ist immer, ich finde es manchmal, ist mit Nachwuchs ein bisschen, naja, aber man braucht halt Nachwuchs. Aber das Problem ist beim Nachwuchs, sie brauchen halt länger, 3, 4 Jahre, bevor man dann Leute holt, die zum Beispiel auch schon im Nachwuchs sind, so ja, 16, 17, wo man die aus den Talente holt. Beim Teams ist eigentlich manchmal effektiver als anders da. Ja, okay. Machen wir einfach heute wieder gegen Hannover. Versuchen wir unser Glück wieder, Leute, den nächsten Sieg holen. Holen wir uns den nächsten Sieg heute wieder und dann schauen wir einfach, was die Saison noch bringt, Leute. Oh. Und Goretzka, komm Goretzka, jetzt schön Gas geben, richtig Gas geben. Ah, das war gut geplant, schlecht durchgeführt, Herr Grotzka, aber es geht ja. So, Vorsicht, einfach ruhig, weil das Spiel ist wichtig heute. Achtung, Bayern, Achtung. Eckball ist nicht so gut, oder? Okay, Vorsicht, Bayern. Ah. Schauen wir mal, was wir machen. Achtung. Ah, Kimmich Ball. So, erstmal ruhig ins Spiel Aufbau machen. Und dann gucken wir einfach, was passiert. Achtung, oh, ist doch gut. Und wieder eine schöne Flanke. Das Kreuzkampf Flanke machen. Ah, mein Kreuzkampf, was hast du denn heute wieder vor? Aber Hannover spielt echt gute Fußball heute, das muss man echt sagen. Boah, Lewandowski kam. Knapp, ach Mann.
Und jetzt ein schöner Konter für Hannover. Aber die Bayern-Abwehr ist ja wieder souverän. Ah, ungenau, Alaba. Aber das Arbeitstier Özcan, er holt die Bälle sich immer. Er lauft, aber. Erlauf Özgür, der ist der Typ hier in dem Team, Leute. Der ist der lauft. So vorsichtig weiterspielen, Bayern. Einfach ruhig. So vorsichtig aufbauen, ruhig. Immer. So. James Müll. Ah, Mann. Und Leverkusen? Oh, die Wölfe führen 1-0 hin, Leverkusen, in der Bayer-Arena. Und das ist für Bayern nicht schlecht. Bernhard, komm. Alter, die Hannover, Alter, die spielen schon ziemlich angrifflustig heute. Das muss man echt sagen, Leute. Aber wir haben hier einen Manuel Neuer und das ist immer gut. Ah, Özgard, optimal gut, Özgard, das war schön. Schön trocken auf dem Tormann und jetzt gibt's Eckball. Bei Eckbälle bin ich manchmal nicht ganz so gut, aber wir lernen langsam die Eckbälle wieder. Ah, Boateng, schade, Boateng, Eckball, oder? Eckball, naja, kein Eckball. Hannover. Beide Teams beide Teams haben ihre Top-Chance. Und jetzt laufen die letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit, Leute. Um hier weiter nach vorne zu spielen und dann schauen wir einfach, Leute, was das Spiel noch so macht. Achtung, Bayern, Achtung. Gut, Bayern. Aber Mann, naja, er ist gut. Ah, oh, Mann, James. Okay, James, und jetzt rennen. Müller, es sind ein bisschen zu wenig hier so vorne. Ah, Müller hätte schießen müssen. Du hätt Müller schießen müssen. Mann, Müller hätte früher schießen müssen. Jetzt wäre es jetzt ein Konter gewesen. Und wenn der schief gegangen wäre. Oha. Hier wäre heftig gewesen, wenn Bayern hier ein Gegentor kassiert hätte. Ha, die Passungenauigkeit, die läuft immer noch nicht. Oh ja, Özgard spielt gut. Warte mal ein bisschen, immer ein bisschen warte. Ah, oh Mann, da war wieder so ein Ball zu viel. Ein Bein zu viel. Aber Mats Hummels ist wieder da und die erste Halbzeit ist beendet. Wichtig für Bayern. Ah, leider. Hat Müller die Top-Chance nicht nützen können.
hätte ich früher schießen sollen. Es wäre, glaube ich, effektiver gewesen, Leute. Aber naja, wir liegen hier nicht zurück. Leverkusen liegt zurück. Dortmund führt gegen Freiburg. Das sieht gut aus. Özgard braucht bald wieder eine Pause, weil er wieder viel gerannt ist. Und er ist ja sozusagen, er tut Lücken füllen, glaube ich, langsam. Wie er das spielt, ist Özgard so der Lückenfüller hier in dem Team. Moment, gerade Özgard, der ist hier der Lückenfüller. Er ist überall, wo er sein soll. Und das ist natürlich vorteilhaft, dass man so einen Spieler im Mittelfeld hat, der einfach die Lücken schließt. Der rennt. Und Özgard ist wieder da und er rennt mit. So, Bayern weiß natürlich heute. Ein Sieg gegen Hannover wäre natürlich traumhaft. Alter, aber die Hannover, die sind richtig gut heute. Die Abwehrspieler. Die Hannover Abwehr ist Bomben. Die Bombe, die ist richtig bombig, die Abwehr. Die spielt ein schönes Fußball, Leute, das muss man sagen. Richtig schöner Fußball spielt Bayern und Hannover heute. Alter Scheibenkleister. Alles war bei aller was, alle, das war bitter für Bayern. Und nach ein bisschen Glück für Hannover, Leute. Richtig Glück für Hannover und Pech für den FC Bayern. Junge, Junge, was? Ja, Mann, das ist nervig gerade heute bitte. Und jetzt Hannover hat jetzt den Vorteil und Bayern muss jetzt nachrennen. Ah, Lewandowski, geh doch mal ein bisschen Tempo mit. Klar, jetzt wird gefoult, gepfiffen wieder, oh Mann. So Leute, was machen wir jetzt? Was macht der FC Bayern jetzt? Achtung. Alter, wieder Ballverlust im Strafraum und jetzt wieder.
So Leute, jetzt seht ich sag mir, wechseln mal Spiele aus. Wenn du mal raus. So, jetzt versuchen wir mal was, Leute. Alter Schwede, Bayern hätte hier das 1-1 machen können. Aber Thormann war einfach besser. So, Bayern wechselt dreimal. Ein paar Spieler werden rausgenommen, viele Spieler. Oh Mann, was war das? Jetzt ist der Konter und das ist nicht gut für Bayern. Und Mieter Hannover machen Konter. Heute läuft's bei Bayern echt überhaupt nicht. Bei Bayern läuft's heute überhaupt nicht im Spiel. Die Hannover haben heute einfach ein glücklicher Tag gehabt. Der Tag war heute einfach besser für Hannover. Hannover war heute einfach das bessere Team, muss man echt sagen, Leute. Hen Glück hat, muss man auch bitte sagen. Man muss auch ein bisschen Glück haben und das hat halt Hannover heute gehabt. Bayern. Ah Mann, wieder so Ballfahrt-Tendel, oh Mann. Und jetzt beiden drückt jetzt, will jetzt Tempo machen. Oh, nicht leicht ins Fehler machen, Alter. Hä? Warum hat denn der schon abgepfiffen? Auf der Uhr stand noch, glaube ich, wenn ich mich genau irre, nicht irre. Noch nicht 3 Minuten. Junge, was war das für ein Pech für Bayern? Oh ja, mit wem redest du? Ah, mit Boateng. Oh Mann, Leute. War das ein schlimmes Spiel heute für den FC Bayern. Das muss man echt sagen. Zur Zeit heute ist das, kann man Satz mit X sagen, Leute. Heute ein Satz mit X. Oh Mann, leider haben wir wieder Punkte verloren. Ein Vorteil ist, Leute, Bayern 04 Leverkusen hat verloren. Das zum Glück war wichtig. Alter, was, das ist sau nervig, finde ich. Okay, dann gucken wir mal. Jugendteam, wo ist das Jugendteam? Dann gucken wir mal, ob man irgendein gutes. Gute Spieler finden wir.
den man vielleicht mal hochpushen können. Okay, der könnte das einzigste sein, wo ein guter drin ist, glaube ich. 66, okay, das. Okay, gucken wir mal da nochmal, wer das nochmal. Okay, tun wir den mal verpflichten. Oh, dass sie doch ein bisschen aufhören mit den Dinger. Das ist manchmal echt manchmal sau nervig, finde ich, Leute, aber naja. Wir motivieren den FC Bayern wieder. Guck Leute, mehr Hand. Nur der Typ wäre halt richtig gut, aber da ist noch zu jung. Der ist zu jung, dann nehmen wir ihn halt, Leute. Und gucken mal, dass sie doch mal endlich das aufhören, so. Jetzt machen wir doch noch, ihn lassen wir drin und wir nehmen raus. Okay, dann schauen wir mal, ob wen wir da dann weitermachen. Alle. Das ist manchmal echt nervig, finde ich, aber nein. So, jetzt spielen wir aber erstmal unser Achtelfinale um die Champions League und dann gucken wir einfach, was passiert, Leute. Hat das nervt auch manchmal, Diego. Ah ja, Mann, Özgür, der ist auch nicht schlecht, Özgür. Der Özgür, der ist ein richtig guter Spieler. Aber ja, muss mal schauen, was weitergeht, Leute. So. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt gucken wir mal kurz mal. Ich will nur mal gucken, unser Team. Ah, Mann, das ist ein. Wem hat du. Ob hallo, komm hoch. So, Teamberry. Bin nur mal gespannt kurz, wenn man. Der ist jetzt schlecht, ja. Hä? Das heißt, der Anna ist noch gar nicht. Oh. Okay, der Anna ist noch nicht so gut. Okay. Okay, Leute, guck mal im nächsten Spiel, weil heute hätte ich ihn noch nicht spielen lassen, Leute. Aber Leute, gegen ZSK Moskau spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und PG, bis dann.